Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer gesamten Reise. Bevor wir gleich um den Nordsee und Südsee und unsere Fahrradtour beginnen, zeige ich euch noch kurz den Wellnessbereich, der sich hinter dem Sanitärgebäude befindet. Vor dem Sanitärgebäude befindet sich hier links noch die Entsorgung Chemietoilette. Und wenn man weiter links hier um die Ecke kommt, da ist das Spülbecken. Geradeaus geht es rein ins Sanitärgebäude mit dem Chip, den ihr bekommen habt am Eingang. Und hierüber geht es jetzt gleich dann in den Wellnessbereich, Spa-Bereich, der sich hier befindet. Da gibt es also Massagen, Sauna, Salzgrotte und so weiter. Wer sich dafür interessiert, ich werde unten drunter dann auch einen Link noch setzen. Da gibt es einen eigenen Webauftritt von einem Womopark drüber und da kann man sich dann noch informieren. Es gibt auch Gutscheine, die man da erwerben kann für und die man da verschenken kann. Wir selber haben es bisher noch nicht genutzt, aber wer Interesse an sowas hat, kann sich gerne informieren und das dann auch dann vor Ort buchen. Das ist sehr schön angelegt hier mit einem kleinen Fischteich. So, wir werden jetzt gleich mal aufmachen zu unserer Fahrradtour und wir nehmen euch dann gleich wieder mit. Thank you.
ja auch geil. So, heute geht's zum Rhein. Wir haben uns heute dazu entschlossen, mal eine Tour unten runter zum Rhein zu machen, an die Fähre zu fahren und dann auf die andere Seite zu fahren. Da ist so ein Storchengebiet, das wollen wir uns mal anschauen. So, ich hoffe, wir haben alle im Schlepptau. Mal gucken. Ah, sind alle da. Also den Freunden gefällt es sehr gut bisher. Heute Nacht hat es ein bisschen gestürmt. Da gewöhnt man sich dann auch irgendwann mal dran. War ein bisschen windig. Okay. Da muss man durch. Geht's jetzt mit der Fähre rüber zur Rheinfähre. Mal gucken, wann die fährt oder wie oft die fährt. Wir waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal da, das ist sie gar nicht gefahren. Aber ich habe heute noch geguckt, heute Morgen im Internet, da hieß es, dass sie fährt.
Da ist auch noch ein Wohnmobilstellplatz da hinten. Alle da? Ja, ne? Kleiner Snack. Ja, es gibt auch Schafe, die haben auf der rechten Seite. Nein, die haben auf der rechten. Ja, die haben auf der rechten Seite kürzere Beine wie auf der linken Seite. Ja. Ja, weil das Hang, weil die im Hang stehen die ganze Zeit. Ja, Bonnie. Pommesbude hier an der Fähre, an der Bislischer Fähre. Lecker Bier schon mal getrunken. Stellenausschreibung. So, jetzt warten wir wieder auf die Fähre. 3 Tage. Hier sitzt die Truppe. Seid ihr alle satt? Ja, danke. Andrea, bist du auch satt? Du wolltest erst einen anderen Finger hoch machen. Ich hab gemerkt, dass ich mich vertan habe. War's auf Zähnen.
So. Zwei, drei. Dann warten wir jetzt auf die Fähre und dann geht's wieder rüber. Und dann gucken wir noch ein bisschen Fußball. Hinten steht sie noch. Gehen wir runter. Ein bisschen am Rhein. Wir haben auch wieder Glück gehabt. Das ganze Wochenende jetzt mega, mega super schönes Wetter. Heute haben wir auch wieder so 26, 27 Grad. Das ist einfach eine schöne Gegend hier. Da sitzt unser Angsthund. Ja. Na, Hexe. Ja. Aber wie schnell er hier drüber brettert, ne? Wenn du das so siehst, ne? Das ist hier jetzt schon fast da. Schönes Wochenende geht jetzt zu Ende. Wir waren jetzt hier 3 Tage in Xanten auf dem Wohnmobilstellplatz. Und jetzt geht es gleich wieder heim. Ist alles gepackt. Das Wohnmobil steht hinter mir. Alles schon oben drauf. Räder sind oben drauf. Der Hund hat seine Drogentablette jetzt auch mal bekommen. Drogentablette ist gut, aber das ist so eine Beruhigungstablette, die der Tierarzt uns gegeben hat. Und nur wollen wir mal hoffen, dass die dementsprechend wirkt diesmal. Jo. Und dann fahren wir wohl gleich mal in aller Ruhe heim. Den Freunden hat es gefallen. Ne, Freddy, hat es dir gefallen? Ja, wunderbar. Ah, siehste. Ja. Und unserem Hündchen hat es auch gefallen, aber der liegt jetzt komplett erschossen schon da. Ne, Bonnie? Kleine Drogentablette und schon ein bisschen down. Wir hoffen mal, dass er jetzt ein bisschen ruhiger ist auf der Rückfahrt. Dann gucken wir mal. Und ich glaube auch, dass heute nicht so viel Verkehr ist. Deswegen werden wir relativ gut durchkommen. Ja, das war's. Das war unser Wochenende in Xanten. Gell? Alles klar.